Hallo, meine Lieben. Diese Dekokiste, Gesteckgefäß, Tischdeko, Grundlage möchte ich ganz gerne basteln mit euch. Dazu brauchen wir nicht viel, außer verschiedene Äste, die ihr nur auseinanderbrecht. Die müssen nicht mal gesägt werden. Eine Holzkiste, meine ist von der Verpackung, und Kleber. Und dann zeige ich euch mal, wie einfach man diese Grundschale basteln kann. Die gibt es auch zum Beispiel beim Obst, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, zum Keramik verpacken oder man kann solche ähnlichen auch kaufen. Dann brauchen wir einen guten Kleber. Ich nehme einen Heißkleber. Ihr könnt aber auch einen Kraftkleber nehmen, bloß der muss auf beide Stücke, also das heißt Äste und Kiste, aufgetragen werden. Normalerweise dann 10 bis 15 Minuten muss der antrocknen und dann kann man es machen. Mit Heißkleber geht es aber einfacher. Oder ihr nehmt einen Flüssigkleber, dann müsst ihr aber jede Seite länger liegen lassen. Als Untergrund habe ich wieder ein Backpapier, das geht am einfachsten. Und dann legen wir einfach mal los. Ich habe schon mal eine Seite gemacht. Wir nehmen einfach unsere Kiste, legen sie auf die Seite, so wie wir es brauchen. Dann habe ich hier ganz wild Äste von draußen einfach nur in kleine Stücke gebrochen. Da könnt ihr alles Mögliche nehmen, was ihr so findet, mal dicke, mal dünne. Und dann geben wir wirklich richtig viel Kleber an und kleben unsere Äste wirklich ganz wild darauf. Ihr müsst nur aufpassen, dass die untere Kante wirklich bündig ist oder ein bisschen kürzer sogar, dass es sich gut aufstellen lässt. Und dann nehmen wir wirklich die Äste und als kleben. Die Länge ungefähr, mal kürzer, mal länger, mal dicker, mal dünner. Und das machen wir jetzt rundherum. Ihr seht, ich habe ganz unterschiedliche Äste und das wirkt dann wirklich ganz, ganz toll. Und eigentlich kostet es im Moment außer Kleber gar nichts, wenn man diese Verpackungskiste hat. Alles weitergeklebt, zwischendurch noch mal ein bisschen Kleber angegeben und dann kleben wir einfach mal rundherum unsere Kiste dann an. Ich zeige euch gerade noch mal einen Zwischenschnitt. Also die Seite ist fertig, dann ist die Seite fertig und dann legen wir es wieder auf die Seite und kleben uns die anderen beiden Seiten noch mit den Ästen zusammen. Noch mal ein anderer Tipp, falls ihr keine Äste findet. Es gibt auch einfach so Holz Eisstiele, die wir normal im Eis drin haben, die abgerundet sind. Die gibt es im Euro-Shop-Laden für 1 Euro. Und die kann man auch wunderbar rundherum kleben. Da gibt es einen 50er-Pack und 100er-Pack. Das könnte man auch als Alternative machen. Oder einfach nur Rindenstücke, breite Rindenstücke angeklebt. Sieht auch toll aus. Und schon wäre solch eine schöne Dekokiste für alle möglichen Gelegenheiten fertig.